Madeira, die Insel des ewigen Frühlings. Im Nordatlantik, etwa 670 Kilometer vor der Küste Marokkos, liegt dieses atemberaubende Paradies, das keinen Winter kennt. Anfang November haben wir eine Woche hier verbracht und wollen euch diese Eindrücke natürlich nicht vorenthalten. Ich habe da eine kleine Reihe draus gemacht, also viel Spaß mit Teil 2. Der Adlerfelsen liegt zwischen Porto da Cruz und Faial an der Nordküste der Insel. Seinen Namen hat er von den Fischadlern, die früher einmal zu Hunderten hier genistet haben. Inzwischen gibt es leider kaum noch Fischadler auf Madeira. Der Peña de Aguila, oder Adlerfelsen, wahrscheinlich habe ich das andere auch falsch ausgesprochen, ist 590 Meter hoch. Ich weiß gar nicht, wo wir geparkt haben, aber es sind ungefähr 400 Höhenmeter noch auf, ich glaube, knapp 3 Kilometer. Also ist ein bisschen steiler. Wege sind alle gut stufig hier. Und Aussicht, wie immer, einfach nur bombastico. Man hört das Meer. Man sieht den Fels, liebe ich. Ist wahrscheinlich, ja, ist was umgefallen hier. Der Weg ist durchweg stark bewachsen und stellenweise schwer zu erkennen. Der Bewuchs ist wie überall auf der Insel sehr vielfältig. Gestern gab es einen kleinen Sturm. Dadurch sind hier die Wege auch teilweise ganz gut weggespült. Manchmal liegen Bäume auf der Straße. Aber an sich ist der Weg sehr gut zu gehen. Ist halt kein normaler Wanderweg. Wurzelfahrt mit Steinstufen und so. Und relativ steil. Aber dafür ist man schnell oben. Richtung Gipfel wird es dann etwas dichter und der Baumbestand nimmt zu. Nach einem weiteren steilen Abschnitt sehen wir dann aber auch schon den Gipfelstein vor uns. Vom Gipfelblock hat man einen großartigen Blick auf das darunterliegende Tal von São Roque do Faial. In der Gebirgskette dahinter lässt sich auch der höchste Berg Madeiras, der Pico Ruivo, erkennen. Das Meer trägt hier permanent feuchte Luft hoch und das merkt man nicht nur am Körper. Hat jemand ein Brillenputztuch dabei zufällig? Ja, Digga. Nein. Vorm Abstieg ging es für uns noch ein Stück in Richtung Westseite des Felsens, um den Ausblick auf Porto da Cruz und das Meer zu genießen. Ist doch geil. Oh yes. Weiter nach Westen endet der Weg dann leider im Dickicht und wir kommen nicht bis an die Abbruchkante. Unterwegs erwarten uns aber trotzdem schöne Aussichten und interessante Wege. Für den Abstieg haben wir die Südroute gewählt. Die war noch um einiges rutschiger und mit mehr hohen Stufen versehen als unser Aufstieg. Kommen wir nun zum Fazit. Die Wanderung war anstrengend, aber auch sehr belohnt. Man kämpft sich quasi durch den Dschungel und ich kann mir vorstellen, dass die Wege im Frühjahr noch um einiges bewachsener sind. Durch die steilen, unbefestigten Wege sollte man allerdings auch die nötige Ausdauer und Trittsicherheit mitbringen. Trekkingstöcke würde ich zumindest für den Abstieg auch empfehlen. Gerade an den bewaldeteren Stellen wird es sehr schwül, genug zu trinken sollte man also auch dabei haben. Wir waren jetzt knapp 3,5 Stunden unterwegs und haben auf 4 Kilometer fast 700 Höhenmeter zurückgelegt.
Wenn man unsere Erkundungstour abzieht, sollte das Ganze so in 2-2,5 Stunden machbar sein. Die GPS-Daten habe ich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es dir gefallen hat und du die weiteren Wandertipps nicht verpassen willst, abonniere gerne den Kanal. Über Tipps zu Wanderung, Klettersteigen oder Kritik freue ich mich natürlich immer. Und wenn du jetzt noch da bist, danke fürs Zuschauen. Autsch! Ah, voll hingeklatscht.